Brüder und Schwestern in Christus, das heutige Evangelium ist eigentlich so ein bisschen zweigespalten. Einerseits haben wir eine sehr schöne Feier, eine Hochzeit. Also der König gibt diese Feier für seinen Sohn aus, der ja heiratet. Das ist ja ein Hochzeitsmahl, zu dem alle eingeladen sind. Andererseits das, was dann passiert, nachdem diese Einladung gefolgt ist, ist nicht lustig. Es ist schon eine ernste Sache. Da werden Menschen umgebracht, hinausgeworfen. Also ziemlich unangenehme Sachen. Man muss auch den Kontext dieses Evangeliums verstehen. Jesus spricht hier, also ist im Streit mit den Schriftgelehrten und den Pharisäern. Also Leute, die von sich dachten, wir sind das wahre Israel, das wahre Volk, weil wir so fromm sind, so gut sind und so vieles für den Gottesdienst tun. Und doch, wie Jesus es ihnen immer wieder vorgeworfen hat, waren sie es nicht wirklich. Und in diesem Streit stehend erzählt Jesus dieses Gleichnis. Und eigentlich sind hier die Figuren ganz einfach. Der König, der dieses Hochzeitsmahl gibt, ist Gott selbst für seinen Sohn, also für Jesus Christus. Die eingeladenen Gäste ist das Volk Israel. Dass diese Einladung nicht folgt, so wird es von Gott verlassen auf eine ganz drastische Art und Weise in diesem Evangelium. Und dann schickt Gott seine Boten aus, um alle wieder einzuholen. Alle Menschen, nicht nur das auserwählte Volk, dem er seine Treue versprochen hat. Weil sie wollen ja nicht dabei sein. Also ein Streitgespräch zwischen Jesus und den Führenden des Volkes, wo er ihnen sagt, dass Gott euch als auserwähltes Volk annimmt, heißt noch lange nicht, dass ihr dieses Volk seid. Ihr müsst auch etwas dafür tun. Die Treue, die ihr Gott zeigt, das ist das, was man tun sollte. Was hat das mit unserem Leben zu tun? Nicht wirklich etwas. Man kann es umdeuten, klar, auf die, also wir wären hier vielleicht das auserwählte Volk, weil wir da sind. Das ist schon viel heutzutage in der Kirche. Nicht viele finden, also von denen, die getauft sind, den Weg am Sonntag in die Kirche. Ihr seid hier. So könnte man das als einen Vorwurf seitens Gottes an uns verstehen, die wir hier sind, dass wir unsere Frömmigkeit nicht so zur Schau tragen und nicht herumposaunen, dass wir so gute Christen sind, sondern dass wir aufpassen. Aber ich glaube nicht, dass es die Absicht Jesu war, das so zu erzählen. Er hat es konkreten Menschen erzählt, damit sie etwas verstehen. Und trotzdem ist diese Lesung aus dem Matthäusevangelium ein wichtiger Hinweis dafür, wie wir als Christen leben sollen, wie unsere Nachfolge aussehen soll. Weil schöne Feste feiern muss man auch können. Das wissen sicher die Älteren, die jüngere Generation, also meine Generation, wir wissen, also die meisten wissen nicht mehr, wie man feiern soll. Ich kann mich noch von meiner Kindheit an erinnern, dass wenn ich in die Kirche ging am Sonntag, ja, da musste ich mich in ein Hemd zwingen. Ich mochte es nicht, das war immer eine Überwindung. Dann noch mit einer kleinen Krawatte, na, und man wurde so in die Kirche geschickt. Ist nicht so verkehrt. Aber heutzutage hat man ein anderes ästhetisches Empfinden und es ist auch in Ordnung. Alle sollen sich wohlfühlen in den Kleidern, die man trägt. Es ist interessant zu sehen in diesem Evangelium, dass nachdem Gott denen, die angeblich ihm folgen, seinem Ruf folgen, eins ausfischt, ihnen den Platz weist, sie rausschmeißt einfach, weil sie also dieses Festmahles nicht würdig sind, dass er alle Menschen einlädt, gute und böse.
Und das hat wohl schon etwas mit unserem Leben zu tun, als Kirche heute und jetzt. Weil es ist auch in mir so etwas, dass ich manche Menschen gerne ausschließen würde. Also nicht aus der Kirche, aber wir sollen das Evangelium allen verkünden, aber ja, ich glaube nicht, dass alle es hören wollen. Und dann ist es eine Mühe, die vergebens ist, dann ist es eigentlich vergeudete Zeit. Da mache ich mir nicht mehr die Mühe und verkünde denen Leuten, die mir nicht gefallen, das Evangelium nicht. Dann sperren wir die Türen unserer Kirche zu, weil man der Meinung ist, also dieser und jene sind nicht würdig, diese Botschaft zu hören. Oder es gibt einen Sünder, der offensichtlich in Sünde lebt, und dann sagt man ihm nach, dich wollen wir hier nicht sehen. Oder man sagt es vielleicht nicht, aber er gibt einem zu verstehen. Du hast in dieser Kirche nicht viel zu suchen, du hast in meinem Leben nicht viel zu suchen. Und Jesus sagt seinen Jüngern durch dieses Gleichnis, also auch dir und mir heute, die Kirche ist für alle da. Das heißt nicht, dass alles beliebig ist, dass man die Sakramente einfach so empfangen kann, sondern die Kirche ist für alle da. Das ist auch etwas, was das Zweite Vatikanische Konzil immer wieder, also nicht immer, aber in einem der Dokumente sehr deutlich gesagt hat. Die Kirche ist für alle Menschen da. Sie ist das Sakrament des Heiles, das Erste und Wichtigste, was Gott sich ausgewählt hat. Nun gut, also wir, die Kirche Gottes, sind für alle Menschen da. Wir sollen den Menschen zeigen, dass Gott die Liebe selbst ist und nichts anderes. Allen Menschen, nicht nur Auserwählten, die mir gefallen, sondern allen. Und wir sollen die Türen unserer Kirche auch für alle öffnen. Das bedeutet, wie gesagt, nicht, dass alles beliebig ist, aber alle sind eingeladen. Das ist ein schönes und angenehmes Bild von einer Kirche, das mir auch gefällt. Aber da gibt es etwas, was dieses Bild stört. Da gibt es diesen einen Gast, der eingeladen wurde. Der König kommt da in dieses Hochzeitsmahl, schaut sich diese Gäste an. Der sieht gut aus, die sieht schön aus. Der aber hat kein festliches Gewand. Schmeißt ihn raus, sagt er seinen Dienern. Der hat mich missachtet. Er verachtet dieses Festmahl. Warum erzählt Jesus so etwas? Das ist sehr hartherzig. Das ist doch ziemlich egal, wie jemand angekleidet ist. Aber wir finden im Neuen Testament ein paar Beispiele dafür, dass das Gewand nicht etwas ist, was man trägt, sondern für das steht, was im Menschen steckt. Als Jesus einen Besessenen bei Gerasa, bei einem See, heilt, also befreit von seiner Besessenheit, tritt er ihm nackt, also fast nackt, entgegen, also dieser Besessene. Der läuft da herum, schreit, schmeißt mit den Steinen, ist unmöglich, läuft fast nackt herum. Und diese Nacktheit steht auch dafür, was in diesem Menschen ist, Wüste und Leere. Und als Jesus ihn befreit, kleidet sich der Mann in ein Gewand und wird der Gesellschaft, der Gemeinschaft Israels zurückgeführt. Dasselbe haben wir, wenn Jesus auf den hohen Berg steigt und da verwandelt wird. Da leuchten seine Gewänder und nicht, weil sie so schön gewaschen wurden oder weil, was weiß ich, da ein technischer Trick dahinter stand, sondern weil das, was in Jesus war, so stark gewesen ist, dass es alle sehen konnten. So ist dieses Gewand in diesem Gleichnis nicht etwas Beliebiges.
Das ist das, was Jesus den Gelehrten des Volkes vorwirft. Dieses unpassende Gewand. Das ist einfach die Missachtung dessen, dass Gott unser Herr ist. Gott ist einer, der für uns Gutes will. Und wenn man das in dem eigenen Leben nicht Fuß fassen lässt, dann wird es kompliziert. Dann lebt man. Man ist vielleicht fromm, aber ja, Gott brauche ich ja nicht, weil ich ja fromm bin. Den brauche ich nicht. Oft ist sein Denken, also in mir auf jeden Fall, vielleicht auch in euch. Wenn ich fromm bin, ja, dann bin ich ein guter Mensch, dann ist alles in Ordnung. Brauche ich nicht mehr umzukehren und sonst was. Das ist falsch. Zu Gott zu gehören heißt, sich jeden Tag für ihn zu entscheiden. Jeden Tag aufs Neue. Da gibt es keine Ferien, keinen Urlaub. Und das ist nicht immer beschwerlich. Wir sind ja zu einem Hochzeitsmahl eingeladen. Nicht, damit wir irgendwo Kies herumschleppen, sondern zum Hochzeitsmahl, zu einer guten Sache. Da kann man tanzen, gutes Essen gibt's, was zum Trinken, gute Gesellschaft. Deswegen lohnt es sich, sich immer wieder für Gott zu entscheiden. Es gibt noch eine kleine Frage in diesem Evangelium, die sehr interessant ist. Da haben wir den Vater des Bräutigams, das ist Gott. Wir haben diesen Bräutigam, der da feiert, das ist Jesus. Wo ist die Braut? Wo ist die Braut? Das ist doch wichtig, ne? Also irgendwie gehört sie dazu. Eine Hochzeit ohne Braut und Bräutigam, das geht nicht wirklich. Und die Antwort auf diese Frage haben wir im Evangelium selbst. Die Braut, das ist die Kirche, das sind wir. Wir sind seine Braut. Das ist ein bisschen komisch, aber so ist es. Das ist auch eine sehr alte Tradition der Kirche, dass die Kirche als die Braut Christi bezeichnet wird. Und nicht ohne Grund. Weil wir sind diejenigen, für die diese Hochzeit geschmissen wird. Diese große Party. Unseretwegen mag sich Gott so viel Mühe. Weil wir ein Geschenk an die ganze Menschheit sein sollen. Also die Kirche, wie schon anfangs gesagt, ist für alle da. Und das heißt nicht nur, dass wir die Türen weit offen halten müssen, das sagt auch der Papst, sondern dass wir auch für andere eintreten. Das machen sehr viele Christen. Für sehr viele ist es die einzige christliche Tätigkeit, dass man sich sozial engagiert. Die Beziehung zu Gott vernachlässigen viele, aber es ist immerhin etwas, das gehört zur Kirche. Für andere da zu sein, ihnen auch den Weg in die Kirche zu weisen, durch mein Leben, durch mein Beispiel, mit dem Bewusstsein, Gott ist derjenige, der diesen Menschen in diese Kirche führt. Sind Bilder, die gewaltig sind in der Bibel, manchmal überwältigend. Es lohnt sich immer, aber einen Blick auf das zu werfen, was Gott uns heute in unserer Zeit zu sagen hat. Ich lade euch dazu ein, weil ich habe auch nicht die ganze Weisheit inne, also ich besitze nicht die ganze Weisheit. Schaut euch diese Lesungen an, diese Evangelien gibt es, glaube ich, im Sonntagsblatt. Oder kann man im Internet herabrufen. Schaut euch an, was da drinnen alles steckt. Sind sehr interessante Dinge, die mich und dich immer wieder aufs Neue betreffen. Und das ist nicht so, dass das, was ich hier sage, das Ende der Weisheit ist. Du bist auch dazu eingeladen, diese Bibel zu betrachten, die Botschaft Gottes im eigenen Leben Leib annehmen zu lassen, dass es wirklich Fleisch wird. Das, was wir hören, was wir lesen, dass es wird zu dem, was wir leben.